Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge, beziehungsweise zur ersten Folge Afterbirth Plus. Weitere Folgen werden jetzt täglich um 20 Uhr kommen, aber ich wollte jetzt die Leute auf YouTube nicht auf die Folter spannen und schnell eine Folge raushauen. Heute wird es auf jeden Fall auch noch ein anderes Video auf YouTube geben, damit die Leute, die kein Isaac mögen, dass der Tag nicht noch schwärzer wird. Es ist gerade auch ziemlich dunkel und stürmisch draußen. So, Afterbirth Plus ist erschienen. Und ich weiß nicht, was das für eine Fehlermeldung war. Das hier ist der Livestream-Speicherstand. Wir haben komplett neu angefangen. Jetzt frage ich euch, sollen wir komplett neu anfangen oder weitermachen dort, wo wir aufgehört haben? Also mit einem freigeschalteten Speicherstand? Weitermachen. Hier gibt es übrigens jetzt hier die Mods, ne? Die kannst du dann später hinzufügen, aktivieren, deaktivieren. Unter Stats hast du jetzt das Bastionary. Da kannst du dann hier, ne? Ist wie ein Pokédex. Kannst du nachschauen, was die Monster für Stats haben, wie sie heißen. Und es gibt jetzt auch noch neue Challenges, den Greed und Greedier Mode. Neue Challenges, die sind wirklich abgefahren. Wir haben gestern April's Fools gespielt und das war unglaublich gut. So. Dieses ganze Gequatsche am Anfang, ne, ist immer ziemlich nervig, was? Hier, den Greedier-Mode haben wir. Wir machen jetzt erstmal mit dem neuen Charakter Apollyon einen ganz normalen Run und schauen mal, wie es laufen wird. Ich hoffe, wir werden viele neue Gegner, viele neue Items finden. Und in der Beschreibung könnt ihr abstimmen, ob ich jetzt hier weitermachen soll oder ob ich von vorne anfangen soll. Beim von vorne anfangen habe ich gemerkt, im Stream dauert es etwas länger, bis wir wirklich den neuen Content sehen. Also da muss man schon ein paar mehr Runs machen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal Apollyon und wir legen los. Apollyon ist wie so ein kleiner Pinguin, Mann. Er hat Flügel und Hörner. Naja, Pinguine haben, glaube ich, keine Hörner, ne? Aber auf jeden Fall kann er leider nicht fliegen, der Kollege. Links habe ich jetzt die Stats-Anzeige auch aktiviert. Die gibt es jetzt auch in Afterbirth Plus einfach so. Ich weiß, viele gibt es von euch, die drauf stehen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich langsam auch daran angefreundet. An diese Stats-Anzeige links. Denn so kann man besser sehen, was die neuen Items machen. Und das Space Item von Apollyon sorgt dafür, dass wir in solchen Räumen sterben. Was zum Teufel ist hier los? Der Husten will immer noch nicht weg, Mann. Aber ich bin ja auch ein Idiot. Geh nicht zum Arzt, hol mir keinen Hustensaft, sondern, weiß ich nicht, schlag mir manchmal ins Gesicht und hoffe, dass es aufhört. Oh mein Gott, warum gibt es hier solche Räume? Das ist doch fies. Allgemein habe ich festgestellt, also gestern im Stream, keine Ahnung, entweder ich bin einfach viel zu scheiße oder Afterbirth Plus ist wirklich ziemlich schwer geworden. Es kann aber auch sein, dass ich einfach verdammt scheiße war. Ich habe halt mit dem neuen Speicherstand direkt den Greedier Mode 8 noch nach dem ersten Run gemacht und der hat mich sowas von zerstört, Mann. Ich konnte danach erstmal nicht mehr sitzen, habe im Stehen gestreamt. So, okay. Ja, mein Space Item. Während wir hier beschäftigt sind, kann ich euch ja erklären, was abgeht. Das Space Item sorgt dafür, dass wir Space Items einsaugen können und dann bekommen wir ihre Effekte. Hier wird es jetzt ein bisschen eng. Oh, oh. Das wäre ganz schön knapp, Mann. So, die müssten jetzt eigentlich angeschwächt sein. Ja, und dann bekommen wir halt deren Effekte und wir können ganz viele Items damit kombinieren. Man hat schon coole Kombos gesehen mit Pandorias Box. Du kannst, wenn du Pandorias Box hast, auf jeder Ebene Pandorias Box einsetzen und so. Jede Ebene, ne? Da kannst du dann profitieren, Mann. Ziemlich nice auf jeden Fall. Mal schauen, was es noch so für Kombos geben wird. Forget Me Now, da kann man dann eine Ebene unendlich mal resetten. Hm? Das ist natürlich auch eine Art Game Break. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Ist das eine Full-Health-Pille? Infested. Okay, in den Shop gehen wir jetzt nicht rein. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt den nächsten Abschnitt irgendwie überleben, Mann. Mein Ziel ist es eigentlich, Hush zu bekämpfen. Denn der soll jetzt auch Achievements geben. So. Das sind jetzt übrigens die neuen Portale hier, ne? Die ziemlich nervig sind. Muss man sagen. Ich dachte, die tauchen ab und zu auf, aber das sind solche abgefahrenen Nervensägen. Die tauchen auf und spawnen Portale ohne Ende, Mann. Die tauchen auf und spawnen Gegner ohne Ende. Auf Wiedersehen. Danke, dass du dich in die Luft jagst, Mann. Sonst hätte ich noch mehr Probleme gehabt. Oh, da ist der Itemraum. Mal gucken, schaffen wir es? Ob da ein Item drin ist? Wenn da übrigens jetzt ein schlechtes Item ist, können wir es trotzdem einsaugen, weil passive Items, die kein Space-Items sind, wenn du die einsaugst, geben die dir ein random Setup. Das ist ziemlich cool. Und das hier ist eine Blank Card. Ich nehme das einfach mal mit, ne? Ich sauge es ein, Mann. Flups, weg ist es. Jetzt haben wir es. Es bräuchte mir nur eine Karte oder so. Okay, sehr interessant, Mann. Mein kleiner Pinguin. Oh mein Gott, okay. Wenn das so weitergeht, habe ich aber gerade gleich große Probleme beim Bosskampf, Mann. Weil ich habe hier gestern im Livestream Bosse gesehen. Die waren... Ich möchte nicht sagen, dass sie ziemlich krass waren, aber hey, es hat sich angefühlt, als würdest du gegen zwei Mega-Satanisten kämpfen. Zwei Mega-Satans. Satan. So. Komm, mach mal kaputt da. Flups, flups,
Flops. Ich habe keine Lust, da reinzugehen, Mann. Wenn ich jetzt mit einem Herzchen hier... Das ist doch Bullshit. Größter Bullshit überhaupt, Mann. Ich leg da keine Bombe, weil ich brauche meine Bombe bestimmt gleich für den Bosskampf, der da stattfinden wird. Hundertprozentig. So, der ist angeschwächt. Der ist angeschwächt und zwei Schläge und du bist weg. Huh. Knappe Sache. Let's go, Mann. Es ist der ganz normale Ragman. Okay, in Superform. Scheiße. Doch nicht ganz so normal, Mann. Ich bekämpfe ihn jetzt erstmal so. Zack, 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 zack. Ah, schaffe ich nicht, Mann. Ich bin viel zu schwach. Moment mal, seine Köpfe, die verwandeln sich in Spinnen? Ich glaube, das ist sogar viel besser als diese nervige, große Spinne. Das ist ja... Mann, ey, ne? Also, wenn eins die Beine auf Isaac kann, dann auf jeden Fall Superformen einfacher gestalten. Wahrscheinlich hat er noch mehr, noch viel, 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 viel mehr drauf. Wenn ich jetzt an der Spinne gestorben wäre, wäre lustig. Okay, das finde ich viel angenehmer, Mann. Richtig angenehm. Oh, die haben gesessen. Yes! Yes! Ich hab dich, du Drecksack! Gib her! Puh, wir haben es geschafft, Mann. Das ist natürlich jetzt ein interessanter Start, Mann. Pentagramm, sehr schön. Damage plus 1,69. 69 und so. Gut, ich würde gerne versuchen, ob hier der Geheimraum ist. Irgendwas sagt mir, spreng dort, du wirst glücklich sein. Was haben wir hier? Ein Schlüssel, okay. Leider haben wir kein blaues Herzchen. Aber ein Damage up, Mann. Let's go. Wenn wir jetzt Hush bekämpfen wollen, müssen wir uns jetzt sehr, sehr, sehr beeilen, Mann. Weiter geht's. Wo sind die coolen neuen Items, Mann? So, wir haben 100% Chance auf einen Devil Deal jetzt bekommen. Oh, 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 oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein, nicht nach oben. Ich habe immer Angst, dass irgendwie plötzlich nach oben geht, Mann. Okay, danke schön für die Bomben. Damit können wir gleich wunderschöne blaue Steine sprengen. Wenn sie denn auftauchen. Ach ja, diese Gegner hier, ne? Da bin ich immer panisch weggerannt. Aber die wollen eigentlich nur knuddeln. Guck mal, du kannst mit denen knuddeln. Nur schubsen die dich halt weg, Mann. Ich fühle mich wie ein bisschen wie eine hübsche Lady in einer Diskothek, Mann, die angetanzt wird. Endlich fühle ich mich mal hübsch. So. Das wäre jetzt richtig krass, wenn die Spinne mich erledigt hätte, Mann. Aber das hier hole ich mir jetzt. Genau, Luck up. Man muss sich jetzt erstmal an die ganzen neuen Features gewöhnen, die in Afterbirth, also normal Afterbirth, hinzugefügt wurden. Weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit nur Anti-Buff gespielt und da gab es ja einige Features nicht, wie zum Beispiel das Luck-Up. Eine Karte, The Sun, Damit könnten wir jetzt gleich die Karte aufdecken und wissen auf jeden Fall wohin, aber vielleicht mache ich das lieber auf der nächsten Ebene. Aber damit haben wir Chancen, auf jeden Fall Hush zu bekämpfen, Mann. Let's go. Da ist der nächste Itemraum. Den schnappe ich mir gleich. Es könnte aber auch sein, dass der Geheimraum da nebenan ist. Gucken wir einfach mal. Nein, er ist nicht dort. Okay, so verschwende ich wenigstens keine Bomben. Ah, was? Kein Schlüssel? Aber ich kann in den Geheimraum auf jeden Fall rein und dort dann in den Itemraum. Komm schon, neue Items? Das ist kein neues Item. Vielleicht sauge ich das ein, Mann. Ganz ehrlich, ich saug dich ein. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal kämpfen. Vielleicht haben wir im Angel Deal gleich irgendwie eine krasse Überraschung, Mann, die uns krass überraschen wird. Sehr gut, das nehme ich mit. Isaac's Fork, wir haben eh kein anderes Trinket. Spiele ich Afterbirth Plus? Ja, ich spiele Afterbirth Plus, ja. Ich habe Apollyon. Ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwie falsch gestartet habe, Mann. Die Mod nicht aktiviert habe, das wäre lustig. Hey! So, aber vielen lieben Dank. Gestern im Stream waren wir auch um die, also der höchste Punkt war 9000 Zuschauer. War ziemlich krass, Mann. Leider hat sich die Mod auch gestern verspätet. Also der Launch war ziemlich katastrophal, wie immer, Mann. Es hat sich um 3 Stunden verspätet. Viele Leute hatten Probleme, wie zum Beispiel Jana. Das Spiel lief einfach nicht, es hatte Fehlermeldungen, man musste Daten downloaden, da hier was löschen, hier hinzufügen. Und das hatten sehr, sehr viele. Und ich weiß nicht, Mann, Magic Mushroom, yes! Und hier haben wir More of the White, das nehme ich mit, Mann. Denn wir haben es eilig. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, wir überleben das, wir überleben das, wir überleben das. Mein Controller lädt es nämlich auf und mit Controllern kann man da viel bessere Kontrolle, weißt du, haben. Über seinen Charakter. Mini-Monstro, der ist niedlich, Mann. Also der hat auf jeden Fall gestern den Niedlichkeitspunkt bekommen. So, 2 blaue Herzchen. Sehr schön. Das hier ist Bad Trip. Und weg ist das blaue Herzchen. Du, Drecksack, du. Pass auf, wir versuchen schwarze Herzchen zu generieren. Bekommen wir leider nicht. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell in die nächste Ebene. Bekommen gleich, ja, setzen The Sun ein. Wissen dann direkt wohin. Und versuchen Hush zu erledigen. Denn Hushy Boy soll Achievements geben. So, das war natürlich auch krass, weißt du, wenn du 9000 Zuschauer hast, dann viele Leute wussten direkt schon viele Sachen, weil ein spanischer YouTuber hatte auf YouTube schon vorab irgendwie The Binding of Isaac Afterbirth Plus und dann gab es doch noch ein paar Spoiler.
Aber zum Glück nicht so krasse, Mann. So, aktivieren. Boom, ich habe immer noch nicht die alternative Ebene gesehen. Ich habe keine Ahnung, was dort abgehen soll. Challenges, Itemräume fehlen auch noch ganz viele. Aber ich schätze mal, dass das... Ach so, mir wurde gesagt, dass das irgendwie, dass die alternative Ebene durch die Chest und durch den Darkroom erreicht werden kann. Ich dachte nur durch den Darkroom. So, weil es hieß, Leute, die den dunklen Pfad wählen, werden belohnt. Okay. Okay. Ah, hier ist noch eine Batterie. Wunderbar, wunderbar. Ach so, scheiße, ich wollte ja das Rainbow Baby einsaugen. Da war ja was. Schatz, ich habe vergessen, das Kind einzusaugen. Gehe ich hier links, rechts rein? Ich glaube nicht. Da ist ein Miniboss. Okay, den machen wir mal. So viel Zeit muss sein, glaube ich. Oh ja, vor allem gegen dich, Mann. Yes. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, ich frage mich, ob das Space-Item noch mehr drauf hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eigentlich auch noch Karten einsaugen kann und sowas, oder? Kann das sein? Ha, das nehme ich mit, Mann. Little Charge. Das gibt mir wenigstens ein paar Aufladungen. I like. So, jetzt sind wir aber in Flooded Caves 1. Okay, vielleicht sollten wir uns ein bisschen beeilen, weil ich würde auch gerne den Boss-Rush machen, damit wir mit Apollyon ganz viel abschließen können. Gestern habe ich auch, wie lange haben wir Afterbirth Plus dann gestreamt? Ich habe ja 3 Stunden normal dann einfach nur gewartet. Und als wir dann gestreamt haben, war es schon so spät, weißt du, um 0 Uhr. Und keine Ahnung, ich wurde immer müder, müder und ich habe richtig beschissen gespielt, ey. Das war eine totale Katastrophe, man, keine Ahnung. Also, oi, oi, oi. Ich werde, wenn ihr dieses hier Video seht, dann werde ich wahrscheinlich ausstreamen. Also kommt vorbei. Link ist in der Beschreibung irgendwo, da steht Livestreams. Kommt vorbei und wir werden von vorne halt alles freischalten. Dauert halt etwas länger im Stream alles. Aber vielleicht wollt ihr hier jetzt auch, dass ich von vorne anfange. Dann werde ich diesen Run jetzt, also diesen Speicherstand löschen. Und ne, ich möchte kein Laser haben. Ich möchte coole Items haben. Neue! Das sind Set Bombs. Das ist vielleicht ganz lustig, aber nein! Ich will... Nein! Nein, auch nicht. Komm schon, komm schon. Mom's Knife, ist es dein Ernst, Mann? Okay, ich meine, das ist verdammt stark, aber ich will coole neue Items. Okay, wir haben eine Fliege. gut, Leute. Wir werden die schon irgendwann bekommen, Mann. Was gibt es im Shop? Vielleicht ist da ein neues Item drin. Oh, das kenne ich, das kenne ich. Ist auch ein Devil Heal Item. Du kannst jetzt 2 Karten mitschleppen und so. Nein, kannst du nicht. Okay. du Krabs. Ich dachte, du kannst jetzt damit 2 Karten mitschleppen, aber wieso denn plötzlich nicht? Dann war das doch ein anderes Item, was dafür gesorgt hat. Das ist ja merkwürdig, okay? Da denkt man, man weiß Bescheid und dann ist es einfach nur alles eine Lüge. Okay, Items im Shop kann man übrigens nicht einsaugen, du musst sie erst kaufen. Also im Greed-Mode kannst du jetzt nicht einfach rumrennen und alles einsaugen. Okay, ich wollte gucken, ob ich irgendwie das hier einsaugen kann. Oh Gott, ich bin hier so eine kleine Saugmaschine. Okay, hey Pestilenz. 38% Chance haben wir auf einen Devil Deal. Geben wir unser Bestes. Ja, genug Damage machen wir auf jeden Fall. Dich nehme ich mit. Das ist ein kleiner Orbital, der uns hilft. Und ich würde sagen, keine Zeit verschwenden. Und weiter geht's in die nächste Ebene. Hashi Boy, ich komme. Verdammt, ich muss ja verdammt stark werden für Hashi. Ich habe schon vergessen, dass er ein starker Gegner ist. Oh. Okay. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder. Wir haben keine Schlüssel. Aber vielleicht sind hier Schlüssel drin. Hm. Nein, nur ein paar Münzen. Luck up, Judgment. Okay, kann man einsetzen. Jetzt haben wir ihn doppelt aktiviert. Warte mal. Hä? Okay, Moment mal. Hat das anscheinend verschiedene Effekte? Okay, ich setze hier mal The Sun ein. Hä? Oh, ich habe The Sun nicht aufgehoben. Ich bin... der klügste Isaac-Spiel überhaupt. Jetzt haben wir 90%, Mann. Sehr schön. Ja, wir müssen echt mit Mortal Kombat die ganze Zeit arbeiten. So, 9 Minuten noch für 3 Ebenen. Das wird knapp. Oh, da ist ein neuer Fliegen, neuer Spinnengegner. Der spuckt diese... Warum tue ich das überhaupt, Mann? Warum tue ich das und spreng ihn vor meinem Gesicht? So, auf Wiedersehen. Ja, der spuckt so rote Flüssigkeit auf den Boden. So. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch schon mitbekommen, dass viele auch angepisst sind. Ich habe zum Beispiel bei Richard Hammer und Cobalt Streak reingeguckt und die waren auch so ein bisschen, naja, enttäuscht will ich nicht sagen, aber die haben auf jeden Fall Schwierigkeiten gehabt, das Ganze zu verteidigen. Aber die haben natürlich auch noch nicht alles vom Spiel gesehen. Mal gucken, was noch so alles kommt. Okay, hier ist noch eine Batterie. Nimm einfach mit, Mann. Und schwubbidi-wubbidi. Na, ist da was drin, Steven? Goathead. Okay, ich sollte vielleicht aufhören, Sachen aufzuzählen. Wahrscheinlich nimmt er dann all die Sachen und gibt sie mir nicht. Oh, ein Portal, let's go.
Und das ist ja fies mit den Fliegen, Mann. Zum Glück hält das Portal nicht viel aus, aber ich habe schon gehört, dass später auch noch Portale kommen. Ja, das ist Kamikaze, das sauge ich jetzt nicht ein, weil sonst würde ich da... Nein. Nicht gut. Okay, ich habe ein Item gefunden, das man auf jeden Fall nicht einsaugen sollte. Okay. Komm schon, Morph the White, genau. Ja, dich nehme ich nicht mit, nein. Oh, hier, kleine Pilzgegner, die sind auch lustig designt. Also das sind bis jetzt die coolsten Gegner, die ich gesehen habe. Wie gesagt, ich war noch nicht in der Chest, Mann, weil wir neu angefangen haben. Ich habe dann... Ich habe neu angefangen und habe einen Run gemacht bis zu Morms Fuß und bin dann gestorben an jeder Ecke, Mann. Krasse Scheiße. Naja, aber heute sind wir ausgeschlafen, mehr oder weniger, und können loslegen, oder? Okay, hier geht's weiter. Ah, Mist. Okay. Schlüssel für den Shop hätte ich auch gerne. Naja, so weiter geht's, Mann. Weniger nachdenken, einfach handeln. Handeln. Rick, mega! Oh, dich kenne ich auch, mein Freund, aber wir sind verdammt stark, ey. Dieser Typ kann auch auf den ersten Ebenen auftauchen, oder? Bin ich falsch? Oh, die Teile kannst du nicht kaputt machen. Das ist crazy. Na, kommt Krampus? Kein Krampus. Und hier haben wir jetzt auch irgendwie so komischen Stuff, aber ich kann es leider nicht... Ich kann es nicht einsagen, das geht nicht. Nein, man muss sie auf jeden Fall erstmal aktivieren und kaufen. Okay, Leute. Ich schwöre euch, das ist Afterbirth-Fluss. Habt ihr nicht gesehen? Da war gerade ein aufgeblasener Rackman. Abgefahrenes Design. So, Rack-Mega. Okay, dich zerstöre ich mal so. Oh, da hatten wir jetzt ein bisschen Glück, Mann. Ein bisschen sehr viel Glück. Aber wir haben auch einen Luck von 3. Okay, was geht ab, Mann? Wir bekommen jetzt alles doppelt gedroppt, oder was geht ab? Ich glaube, das Teil hat irgendwie mehr Fähigkeiten, dieser Mantel, den ich habe. Ich habe ihn immer früher als... Naja, was heißt früher? Gestern habe ich ihn einmal gehabt. Da dachte ich, okay, du kannst damit doppelt Sachen tragen. Und im Chat hat dann jemand gesagt, ach, der kann schon viel mehr, als du denkst. Und da fragte ich mich wieder, woher wissen das die Leute, was der Mantel kann? Das Spiel kam gerade erst raus, Mann. So. Okay. Ja, da gehe ich jetzt ein bisschen zu sehr in den Nahkampf, ne? Es tut mir sehr leid. Ich bin auch nicht gewohnt, also irgendwie... Heute ist kein guter Tastaturtag. Die Wurstfinger treffen zu viele Tasten auf einmal. Da, da unten ist der Boss, ne? Depth Science. Da oben ist auf jeden Fall der Itemraum. Wir machen jetzt erstmal den Boss, würde ich sagen. Beziehungsweise Itemraum. Oh la la, wie ich mich da durchgemogelt habe, weiß ich nicht. Bleibt mein kleines Betriebsgeheimnis. Zack, zack. Okay. Ja, da ist noch ein Stein, aber ich habe leider keine Bombe. Hier ist noch ein Schlüssel. Wunderbar. So. Schön mit unseren Dreharbeiten, Mann. Die machen auch genug Damage. Ich sollte mehr vertrauen. Okay. Schauen wir mal, was da drin ist, Mann. Oh. Gut. Okay, das Item tun wir einfach so, als wäre es neu. Wow, abgefahren. Was ist das denn? So, warte mal, wir haben 5 Minuten. Das wird vielleicht schief gehen. Deswegen ignoriere ich jetzt mal die Itemräume und alles, was noch zu finden ist, okay? Und gehe einfach weiter und bekämpfe den nächsten Boss namens Brownie. Wow. Brownie als Super... Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Bra... Ist das normal gewesen? What? Irgendwie habe ich das Gefühl, Mann, die haben es ein bisschen übertrieben mit dem Schwierigkeitsgrad. Ganz ehrlich. Dieses Teil habe ich auch immer wieder aufgehoben. Das ist irgendwie ein... Naja, ich habe gesagt Penis, aber es ist kein Penis. Das ist ein Polydactyl. Das ist irgendwie, wenn Leute... Ja, nehme ich halt das mit. Wenn Leute ein Körperteil zu viel haben oder sowas. Abgespaced. Jetzt kann ich plötzlich 2 tragen. Perks. Ich verstehe gar nichts mehr, Mann. Ich nehme jetzt auf jeden Fall die Batterie mit, damit wir schnell auf der nächsten Ebene wissen, wohin und uns dann den Boss Rush stibitzen. Let's go. Also, wir sind auf jeden Fall jetzt im Stream, haben wir früher anfangen können, aber auf YouTube, wenn das jetzt alles klappt, werdet ihr auf jeden Fall mehr sehen, weil, wie gesagt, wir kamen bis jetzt nur bis Moms Fuß, haben ein paar Challenges gemacht. War ganz lustig. Okay, was ist das für eine Karte? Magician, aha. Und durch da. Nein. Komm runter, Mom, und hör auf mich auszulachen von oben. Ich habe keine Zeit hier. Und da ist eine Bombe. Oh, da könnte man auf jeden Fall zuschlagen. Aber erstmal den Itemraum. Da bin ich ein bisschen heißer drauf. Und okay. Ich wollte gerade sagen, hey, das ist unser 2. Sternzeichen-Item. Damit haben wir Chancen auf ein Planetarium. Oh, das ist ja nicht
Das ist ja nicht Anti-Birth. Okay, weißt du was? Ich spreng das. Vielleicht ist da was Cooles drin. Kann cool sein für einige Leute. Ich habe irgendwie Bock, diesen Raum hier auszuchecken. Weil die haben ja auch manchmal, ne, interessanten Stuff drin. In diesen kleinen Räumen. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's zum Boss in den Shop. Na, wenn wir einen Schlüssel finden, okay. Dann hast du mich. Wenn nicht, dann hast du mich. Ne, ich habe zwei Schlüssel, what? Ich habe nur auf die Bomben geachtet irgendwie. Sehr gut. Na, wechseln wir mal zu der Sun. Okay, jetzt habe ich unendlich Schlüssel. Alles klar, gut. Ich gehe ja schon rein. Eieiei. Genau, den Bossmarsch werden wir auf jeden Fall machen. Und hier haben wir jetzt, okay, die Blue Map können wir mitnehmen. Hier vielleicht ein bisschen donaten, Mann. Weißt du? Und die Candle könnte man auch, aber das bringt nicht so viel. Ha! Das bringt nicht so viel. Gab es da eine Bombe für den Supergeheimraum? Ja, okay, den Supergeheimraum können wir auschecken. Zack. Und was gibt es hier drin? Oh, ein Kackhaufen. Die habe ich schon ganz vermisst, Mann. Ich dachte schon, ich werde nie wieder diese Räume mit einem simplen Kackhaufen drin sehen. Oh, Mann. Sowas hat Anti-Birth nicht. Weil es auch keine Afterbirth-Mod ist. Okay. Histel, Histel. Sehr gut. Die Bombe schnappe ich mir. Wir haben 2 Minuten. Das wird klappen, Mann. Wir machen genug Damage. Wir machen genug Damage. Achso, hier sind übrigens hier diese Hulk Hogan-Spinnen, ne? Falls ich es nicht gesehen habe. Die sind so Hulk Hogan-mäßig. Ziemlich cool. Okay, let's go, Mann. Hey, Mom. Okay. Komm, lad auf, Mann. Lad dein Maw of the White auf. Wunderbar. Und lass es raus. Und wir nehmen das Polaroid mit auf jeden Fall. Gucken kurz hier rein. Das ist depackt. Wird mitgenommen. Extra Damage. Leviathan-Verwandlung. Oh, die habe ich tatsächlich ganz vergessen. Was ist das? Das hatte ich mal in einem D100-Run, mehr oder weniger. Okay, wir nehmen das neue Item mit und schauen, was es macht. Es ist ein Veriscose Veins. I'm leaking. Ist das hier eine, wie heißen die? Krampfader. I'm leaking. Wahrscheinlich, wenn ich getroffen werde, oder? Ich lasse mich kurz treffen. Ja, und dann schießen wir in alle Richtungen. Das kennen wir schon. Den Effekt von... Den Effekt kennen wir ja von Anti-Birth. Da gab es ja diese Nadel, weißt du? Genau. Ist lustig, dass dieselben Ideen irgendwie hier vorhanden sind, ne? Okay, jetzt haben wir Magician und alles, Mann. Passt perfekt. Ich werde dich sowas von zerstören, mein Freund. So, morgen muss ich auf jeden Fall euch eine Challenge zeigen. Es gibt so eine lustige Challenge hier, die muss ich euch einfach zeigen. So. Die wir gestern gespielt haben, April Fool. Wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, Leute, spielt sie selber, Mann. Spielt sie einfach mal selber und lasst es euch auf euch wirken. Sehr lustig. Gut. Der Sturt, wir müssen jetzt mal beeilen hier mit dem Zerstören. Zack, 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 zack. Schön mit dem Ball of Bandages auch noch. Den maximalen Damage Output müssen wir kalibrieren. Was? Ich will klug klingen, Mann. Ich will klug klingen. Okay. So. Ja, wunderbar. Ey, Karamba. Ja, gut. Schwarze Herzen werden auch noch generiert. Wir haben 3 Luck. Das ist, glaube ich, sehr gut, Mann. Ich hoffe, wir finden noch mehr Luck ab. Genau. Ach so, es gibt auch noch ein Achievement, wenn du das Spiel mehrmals neu startest. Stimmt, Mann. Das hat mir Jana heute gesagt. Das wollte ich eigentlich am Anfang der Folge machen, Mann. Machen wir dann in der nächsten Folge, weil jetzt neu starten ist gerade nicht so gut, Leute. Kann gerade nicht. So, genau. Wir müssen den Bossmarsch aber jetzt auch schnell schaffen, weil wir Hasch erledigen wollen. Aber der Bossmarsch mit unserem kleinen Kollegen Apollyon würde auf jeden Fall ein Item freischalten. Hoffe ich zumindest, Mann. So, und gestern haben wir übrigens im Greed-Mode, hat einer von euch das auch gehabt? Im Greed-Mode hatten wir gestern eine Ebene geöffnet. Die sah aus wie der Eingang zum Boss-Rush, weißt du? Wir waren unter 35 Minuten, das kann ich nur sagen. Unter 35 Minuten waren wir auf der letzten Ebene, also vorletzten, nicht auf der Greed-Ebene. Und als ich reingehen wollte, ist das Spiel abgestürzt. Einige haben auch gesagt, dass andere YouTuber oder Streamer das auch hatten und das auch abgestürzt ist, Mann. Was verbirgt sich dahinter? Viele Geheimnisse, nicht wahr? Okay. Sehr gut. Dankeschön, Magic Mushroom, Mann, dass du uns hier ein bisschen carryst, ey. Okay. Ah! Ah!
Au! Ja, da lasse ich meine Venen ein bisschen sprechen, Mann, und schieße euch Venenblut ins Gesicht. Das ist ekelhaft, Mann. Aber hey, ist The Binding of Isaac. Ja, danke schön. Ja, schon cool eigentlich, ne? Hat so ein bisschen den Tamis-Effekt. Sehr, 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 sehr nett eigentlich. Hoppa! Oh! Locust of Conquest haben wir und Eden's Blacking, was? Eden's Blessing, sehr schön. Der T-Delay ist jetzt auch down, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Eden's Blessing, für den nächsten Run haben wir auf jeden Fall was Interessantes, ne? Vielleicht machen wir doch keine Challenge, nicht, dass Eden's Blessing dann verschwindet. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Weiter geht's, Mann, Richtung Hush. So. Hier setzen wir auf jeden Fall jetzt gleich The Sun ein. Nicht hier, ich möchte schon mit der Shanda noch ein paar Gegner eliminieren. Oder anschwächen zumindest. Autsch. Okay, das war irgendwie eine coole Combo. Hab auf jeden Fall genug Damage gemacht. Bin zufrieden. Stephen. 1,42. Sehr schön. Magic Mushroom hilft da ein bisschen mit. Okay. Ja, gehen wir mal nach rechts. Und versuchen jetzt diese Portale zu zerstören. Ach du Scheiße, Mann. Oh, das sind solche gelben Teile, die waren etwas gelblicher, okay. Ja, Leute, so weit waren wir auf jeden Fall nicht im Stream gestern, ne? Traurig, sowas zu sagen, oder? Genau. Ja, damit. Und ich... Nein, das wollte ich gar nicht. Meine Augen waren gerade auf Dashi gerichtet. Da möchte ich reinglupschen. Autsch, 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 autsch. Na, wir werden noch genug Schlüssel finden, hoffentlich. Hallo, Crumpy. Hätte ich nichts dagegen. Vielleicht sage ich... Oh, warte mal. Gib mir Head of Krampus, dann sauge ich das ein. Ja, ich saug's ein, Mann. Ich hab's eingesogen. Jetzt habe ich auch noch den Krampus-Effekt. Das ist natürlich auch ganz cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir dürfen jetzt nur nicht den Überblick verlieren mit den ganzen Space-Items, die ich habe da. Okay, danke, 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 danke. Und jetzt beeilen wir uns mal Richtung Boss. Sister Swiss. Oh mein Gott! Ragman in Super! Oh, die habe ich gestern im Greedy Mode bekämpft und die waren abgefahren stark. Guckt euch das mal, was sie drauf haben. Da, guckt das an. Leute, ich glaube, wir werden sterben. Ich setze mal kurz Magician ein. Einfach damit wir... Jetzt wird er auch noch rot und dreht komplett durch, weißt du? Das ist auch abgefahren. Das ist viel zu krass, Mann. Viel zu krass. Viel zu krass. So, der dreht wieder durch. Und heilige Scheiße, ich mein Speed ist halt auch nicht so geil. Go, go, go. Zum Glück sind wir so stark, Mann. Und stell dir mal vor, du musst die im Greedier-Mode bekämpfen, wenn du nicht mal so gute Items hast, weißt du? Das gibt mir ein Trinket, ne? Aber auch ein HP-Upgrade, oder? Das kann ich nicht mitnehmen. Ich brauche meinen Polaroid-Effekt, ganz ehrlich. Sonst bin ich am Arsch, Alter. Oh, das ist so ein Bullshit. Die Gegner hasse ich. Die sind cool designt, Mann. Aber, Junge, irgendwas stimmt nicht mit ihrer HP-Leiste. Oh, die sind ziemlich schnell, die Spinnen, da. Gut zu wissen. So, danke für den Schlüssel. Und danke für die Sackgasse. Ich glaube, ich setze das dann einfach jetzt ein, weißt du? Ich werde sie später eh nicht gebrauchen. Das Wichtige ist, dass wir die Womp-Ebene jetzt schneller schaffen. Oh, ich will einen goldenen Schlüssel. Da oben ist ein Truhenrahmen. Okay, pass auf. Der Seinschlüssel, damit können wir auf jeden Fall ein bisschen öffnen. Mache ich auch, glaube ich. Was? Was ist das denn hier? Ach du meine Fresse. So, und jetzt kratzt mal ab und gebt mir gleich ein bisschen HP-Upgrade, ihr Schweine. Heilige Scheiße, Mann. Na komm, stopp, 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 stopp. Ja, da war plötzlich der Raum voller Gegner und ich wusste gar nicht, was ich da tun soll. Also, die sind alle auf mich gehüpft und... Das war eine Trollkiste. Wow, ich finde die Idee cool, aber die kam gerade zum falschen Zeitpunkt. Ich fand die Idee cool, aber die kam gerade zum falschen Zeitpunkt, Mann. So, was haben wir hier drin? Hoffentlich Leben. Kein Leben. Okay, nicht vergessen, wir haben Krampus-Set, wir haben Krampus-Set, wir haben Krampus-Set. Den werde ich gleich aktivieren, wenn irgendwie wieder so ein fieser Raum kommt. Wenn wieder so ein fieser Raum kommt wie eben, bin ich eh am Arsch, Mann. Okay, oh, die Peitschen! Meine Fresse, ey. Okay, die peitschen mich ein bisschen aus. Okay, da sollten wir aufpassen, Mann. Auf Wiedersehen. Was für eine abgefuckte Scheiße das hier ist, Mann. Komm schon, gib mir jetzt gleich irgendwie einen blauen Stein, bitte, Mann.
Oder Morph the Void, bitte generier da irgendetwas. Okay, wir können auf jeden Fall nochmal Space einsetzen. Ich mache es. Ich mache es, Mann. Oh, bitte. Ah, nein, kein blaues Herzchen. Jetzt kommt auch schon Eclipse, nicht wahr? Das ist, glaube ich, keine gute Sache. Wir könnten den Supergeheimraum uns da irgendwie durchkämpfen und hoffen, dass wir nicht sterben. Aber warum hat sich das plötzlich so spannend entwickelt? So unnötig spannend. Oh, scheiße, ich dachte, ich bin tot. Ich habe halt versucht, mit Morph the Void halt noch irgendwie was zu machen, zu reißen. Okay, leider haben wir nichts bekommen, Mann. Schwarze Herzchen, komm schon. Erstmal aufladen und rein da. Keine schwarzen Herzchen bekommen. Scheiße, vorhin haben wir richtig viel Glück gehabt und jetzt plötzlich nicht mehr. Ja, und wieder so ein schwarzer Kackhaufen. Wahrscheinlich geben die jetzt irgendwie so ein Secret, weißt du? Oh Mann, ich will Eclipse noch gar nicht bekämpfen. Das ist mir ein bisschen zu krass, Mann. Das ist mir ein bisschen zu krass. Er droppt mir auch kein schwarzes Herzchen. Ich will nicht sagen, dass ich Panik habe, aber ich habe große Panik, Mann. So, let's go. Nicht getroffen werden, nicht getroffen werden, nicht getroffen werden. Ich möchte dich mit Morph the Void töten. Aber ich möchte nicht getötet werden, Mann, ganz ehrlich. Ein schwarzes Herzchen. Okay, es hat sich gelohnt. Oh, was ist das hier? Oh, das war ein rot oder blaues Herzchen. Okay, das war sehr interessant. Halb rot, halb blau. Das hat man auf Bildern gesehen. Okay, wir sind ready, Leute. Oh, stimmt ja, ich muss ja Hasch machen. Na, mal gucken, ob ich getroffen werden würde. Oder hätte getroffen werden. Tui, mir fällt der richtige Satzbau nicht ein. Oh, oh. So, rauf da. Okay, ich hätte es geschafft, auch ohne Hit. Smelter has appeared in the basement. Hallöchen. Das ist cool. Okay, pass auf. Erstmal Devil Deal rein. Hoffen, dass wir hier irgendwas haben. Und wir haben keine andere Wahl und müssen Hasch machen ohne Schlüssel. Okay, weißt du was? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich versuche jetzt noch die Ebenen zu machen und ein paar Schlüssel zu bekommen. Wenigstens einen Schlüssel. Okay, sehr gut. Wenigstens einen kleinen Schlüssel. Das wäre jetzt echt angenehm. Ich versuche mich zu beeilen. Let's go. Das kriegen wir hin. Oder wenigstens zwei Schlüssel für die Itemräume, weißt du? Sehr gut. Kein Schlüssel leider. Das ist ein Sticky Nickel. Die habe ich auch vermisst. Okay, eine Minute noch und hier haben wir ein paar große Räume. Das kriegen wir hin, oder? Komm, let's go. Das kriegen wir hin, Mann. Zeitlich sollte es klappen. Ansonsten wird Hasch halt nichts. Okay, wir haben unendlich Schlüssel. Damit können wir jetzt die Kisten öffnen. Let's go, let's go, let's go. Und da könnten Schlüssel drin sein. Sehr schön, die wir aufbewahren können. Oh, es wird belohnt. Mein Mut wird belohnt. Sehr gut. Okay, weiter. Die goldenen Kisten müssen wir alle öffnen. Hoffentlich sind hier keine Items drin. Einen Schlüssel haben wir schon mal, auf jeden Fall. Okay, zwei Schlüssel für beide Itemräume, oder? Sehr gut, das ist doch toll. Das nehme ich nicht mit, das gibt nämlich ein Herzchen und ich brauche meinen Polaroid-Effekt. Yes! Diese Sprache verstehe ich, Spielmann, diese Sprache verstehe ich. So, dankeschön. Und weiter geht's. Ich kann es natürlich auch wieder einsaugen, ehrlich gesagt. Warte mal, wollen wir es einsaugen und dann random Stat abbekommen? Ja, das tun wir, oder? Das sollte eigentlich, wir haben genug Zeit. Diesen Raum nur noch clearen. Diesen Raum clearen. Weiter. War das eine goldene Kiste? Nee, eine normale Kiste. Ah. Egal. Das können wir uns jetzt, glaube ich, nicht erlauben. Das wird sonst zu knapp hier, das Ganze. Komm, wir saugen ein. Und wir bekommen Damage Up und ich glaube Range Up. Sehr schön. Range ist auch sehr wichtig für Hasch. So, let's go. Schabarabba. Schnapp dir das hier. Ist egal, ist okay, ist okay. Ich wollte mich da durchmuggeln. Ja, dann lass mal jetzt Hasch bekämpfen, nicht wahr? Sehr gut. Ich bin gespannt. Ob er hier vielleicht irgendwie, ich glaube, der wurde nicht verändert. Okay, nicht die Kisten aufmachen, sondern Itemräume. Was haben wir hier? Able. Okay, ich glaube, ich öffne gleich die Kisten. Und hier haben wir Morms Rasierer, aber Proptosis! Ich weiß nicht, was Morms Rasierer macht. Wir hatten ihn ganz kurz, den Morms Rasierer. Und der schwebte die ganze Zeit an uns entlang, also um uns herum irgendwie. Ich denke mal, das ist einfach nur ein Nahkampf-Item. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Proptosis, damit wir ein bisschen mehr Damage machen, okay? Oh ja, das sieht schön aus. Komm, leg mal ein paar weitere Bomben hier. Vielleicht ist der Schwarzmarkt noch irgendwo versteckt.
wenn nichts verändert wurde. Oh, hi, okay. Ein Quarter können wir hier bekommen. Hätte ich einsaugen können, ehrlich gesagt. Oh, warte, die kann ich auch einsaugen. Beide. Das ist ja interessant. Stimmt, die kann ich beide einsaugen, Mann. Weil ich nehme jetzt nicht Abel mit. Okay. Lass mal einsaugen. Jetzt haben wir ein bisschen Range abbekommen. Und... Ach du Scheiße, mein Space-Item, klar. Den Effekt setzt es ja direkt ein. Okay, let's go, Mann. Lass uns Sascha erledigen. Ja, ich wollte jetzt irgendwie... Ist natürlich ein neues Item gewesen. Wäre lustig gewesen zu wissen, was es tut, aber... Ist einfach zu risky, Mann. Zu risky. Dann nehme ich lieber Proptosis mit und mache hier ordentlich Damage, weil guck dir das mal an, Mann. Hat er schon immer so viel Leben gehabt? Boah! Jetzt haben wir auch eine krasse Range mit unserem Maw of the Void und können hier ein bisschen, ne? Ein bisschen ärgern. Sehr gut. Nur sehe ich die gegnerischen Tränen gar nicht. Ach, Hasch, Mann. Kannst du nicht größere Tränen haben? Du verdammter Noob, du. Erstmal von weiter weg angreifen und wieder attackieren. Durchmogeln. So, auf die Beinarbeit achten. So, ich bin echt gespannt, weil in Afterbirth, habe ich schon ganz vergessen, hast du ja, wenn du Hasch gemacht hast, nichts freigeschaltet, ne? Kein Achievement, oder? Doch, hattest du. Na klar, warte mal. Das ist doch Schwachsinn, was ich hier behaupte. Klar, du hast doch den Sticky Nickel, glaube ich. Nee, oder der Keeper Holds a Penny hast du freigeschaltet mit dem Keeper. So. Na? Zeigst du dich jetzt auch mal? Jawohl. Lass es Damage, mein Junge. So, schön die Fliegen so zerstören, damit wir die Chance haben auf schwarze Herzchen. Euch will ich auch gerne so zerstören. Jawohl. Keine Chance hast du, mein Freund. Genau. So. Wenn man Hasch gemacht hat, soll irgendetwas kommen und dann haben wir Zugriff auf die nächste Ebene, also auf die alternative Ebene. Ich weiß nicht, wann die kommt. Vielleicht jetzt schon nach der Chest. Schauen wir einfach mal, ob man vielleicht etwas anderes dafür machen muss. Ich habe keine Ahnung. So, aber die sollen auf jeden Fall, hat man hier gesagt, nach der Chest oder halt dem Darkroom kommen. Gott, mein Gehirn ist alles schon durcheinander, Mann. Gott, seine Damage Reduction ist aber schon ziemlich heftig unterwegs gerade. Deswegen gehen wir einfach mal weiter weg, hören auf, auf ihn zu schießen und nochmal rein. Yes! Mal so nervig, wenn die Lebensleiste sich plötzlich nicht mehr bewegt. Hallo, schwarze Herzchen. Ja, wunderschöne Augen hast du da. Die machen mir gar keine Angst, Mann. Au. Komm. Ja. Noch ein bisschen. Er ist tot. Okay, was bekommen wir? Hashi has appeared in the basement. Und new area, you unlock the void. Gibt es das jetzt hier? Nein, okay. Gut, wie haben wir jetzt the void freigeschaltet? Gucken wir mal. Also, wo findet man das? Sehr interessant. So, rein da. Wir gehen nach oben, genau, Kathedrale, wir haben das Polaroid, let's go. Sehr schön. Ja, an dir könnte ich spielen, wenn schon, dann schon, oder? Dann lass uns mal das Beste jetzt rausholen hier. Gott, wie wahnsinnig ich aussehe mit den Wehen, das sieht echt cool aus, Mann, dieser schwarz-lila Kontrast. I like it. Oh, the world haben wir, das ist ja schön. Kann ich gleich einsetzen. So. Und dann sehen wir auf der Chest eben, ob es da irgendwie noch einen geheimen Weg gibt. Oder irgendetwas. Na, komm schon. Na. Jetzt droppt mir aber jetzt auch mal was, ne? Ach. Manchmal ist es echt nervig. Weißt du, wenn du nicht lange an den spielen willst, spielen die lange mit dir und... Okay, das ist Breakfast. I don't need that und ich behalte auch meine Schlüssel jetzt. Nein, ich behalte meine Schlüssel für die Chest. Damit ihr es verstanden habt, Mann. Alles schön behalten. So, Geheimräume aufsprengen. Okay, nein. Hüstel. So, super Geheimraum gleich. Dann noch Mr. Isaac bekämpfen. Das war ja auch bei Antibirth so, ne? Viele sagen, Antibirth ist ja die Mod. Die ist mega krass, auch die Mod. Aber die Mod war ja am Anfang, beim ersten Lauf, auch ziemlich normal, ne? Erst als du es einmal durchgespielt hast, wie wir jetzt, wir haben ja Bonusebene freigeschaltet, dann hat sie sich erst entfaltet. Okay, das lassen wir. Diese Trollkisten, ne? Das ist krass. Die Leute, die gierig sind, werden auf jeden Fall bestraft, Mann.
Okay, da muss man jetzt immer stehen bleiben und eine Kiste angucken. Boah, wie nervig ist das denn? Aber echt eine gute Idee, Mann. Echt eine gute Idee mit den Trollkisten. Das ist wie so, ne? Die Trollkisten, also die Mimics in Dark Souls. Ja, das sind auf jeden Fall ordentliche Tränen, würde ich sagen, Mann. Let's go. Ich glaube, ich will Schaden nehmen, absichtlich. Boom. Und zerstören. Und wir haben noch den Effekt da, genau. So. Bam. Okay, Schaden nehmen lohnt sich auf jeden Fall, Mann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Locust of Wrath haben wir freigeschaltet. Schon wieder so ein Fliegen-Symbol. Wir haben zwei Fliegen-Items freigeschaltet. Wow. Wurden die Fliegen hier gebufft oder was? Let's go. Rein in die Chest und gucken wir mal, was wir dort zu finden werden. Vielleicht hat sich jetzt was verändert. Locust of Wrath. Ja, das habe ich gerade gesehen. Wow, tolle Fliegen, Mann. Abgefahren. Curse of the Unknown. Okay, nehmen wir erstmal mehr Luck mit und hoffentlich bekommen wir jetzt rote Stats. Blaue. Okay, unsere Fire Rate ist... Junge, das sieht aus wie so ein Zopf, den man geflochten hat. Crazy. Damage Up wäre natürlich auch krass, aber vielleicht bekommen wir das noch. So, The World setzen wir ein und hier sieht alles normal aus. Vielleicht können wir jetzt nach der Chest weiter, weißt du? Also ja, wenn wir jetzt Blue Baby besiegt haben. Hallo? Luck Up? Yes! Sehr nice. Ja, dann bewegen wir uns mal einfach zu dem Raum da und sprengen uns dann durch den geheimen Raum. Das verschlägt mir die Sprache. Ja, das könnte man auch wieder einsaugen, nicht wahr? The Devil haben wir hier. Und das saugen wir gleich ein und bekommen halt auch noch den Crystal Ball Effekt. Okay, weißt du was? Ich clear die gesamte Ebene, Mann. Damit wir vielleicht neue Items finden, weil wir... Was haben wir heute für neue Items gefunden? Ein einziges, oder? Glaube ich. Und wir haben Mom's Razor Blade gesehen. D100 wird gleich eingesetzt. Wird mitgenommen. Okay. Wollen wir es machen, Mann? Die Spritze? Weißt du was? Ich saug die erstmal ein. Ein bisschen Stats ab. Au, 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 au. Scheiße. Okay. Und dich sauge ich auch ein. Zack, wir haben gerollt. Okay, was haben wir? Was? Achso, The Devil haben wir eingesetzt. Habe ich irgendwie was Tolles, Mann? Mein Damage ist auf jeden Fall bei 3 jetzt. Ach du Scheiße. Warte mal, was? Warte mal, was? Ich habe Kakao. Okay, und ich habe... Was sind das denn für Items hier? Was haben wir denn hier gerade gezogen, Mann? Ich hoffe, wir haben noch irgendwo eine Batterie oder sowas gleich. Ach du Scheiße, ist das ein Bullshit. Schade, Mann. Ich wollte jetzt irgendwie coole Item-Kombos, weißt du? Ich dachte, wir bekommen da was richtig Krasses. Vielleicht bekommen wir es auch gleich. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Die blaue Aura bleibt irgendwie. Das ist lustig. Und irgendwie piept es hier die ganze Zeit, oder? War das in meinen Ohren? Da war irgendwie so ein Piep. Boom. Dreh ich durch, Mann. Dreh ich durch. Naja, wir können gleich auf jeden Fall nochmal rerollen. So ist es ja nicht. Da, schon wieder. Ach, das ist das, was Jana mir erzählt hat. Dieses Rumgeheule. Das ist irgendwie so ein Wolf-Item. Ich glaube, das ist der Zahn da oben rechts. Der heult dann ab und zu den Mond an, hat Jana mir gesagt. Und sie wusste auch nicht, was das zu bedeuten hat und was er jetzt macht. Was es für einen Effekt hat. Okay, wir haben zwar Kakao, aber der Rest stimmt nicht, Mann. Okay, muss ich euch bekämpfen? Ich glaube nicht, oder? Einmal kurz hier durch. Oh, wir haben auch noch Homing-Bombs. Okay, das heißt, wir kämpfen mit unseren Bomben ganz kurz, Mann. Okay. Ne, die blaue Aura kommt von The Wafer. Okay, puh. So viele Sachen, die hier passieren, Mann. Hoffentlich bekommen wir gleich Mr. Skeleton Key irgendwie. Wer weiß. Okay. Arbeiten wir mit den Bomben auf jeden Fall. Autsch, Alter, ich weiß nicht mehr, wie viel Leben ich habe, aber wir werden auf jeden Fall gleich noch ein bisschen was bekommen, Mann. Ein paar HP-Upgrades. Da war ein Schlüssel. Da, schon wieder, er heult. Aha. Natürlich sind jetzt meine krassen Tränen weg und viele sagen, jetzt schalte ich ab und sowas. Aber es ist halt lustig, irgendwie neue Item-Kombos zu sehen. Natürlich dauert das jetzt noch ein bisschen länger, bis wir jetzt noch mehr neue Item-Kombos sehen, weil... weil ist so, ne? Weil es lange dauert, bis es aufgeladen ist. So, nimm das hier mit. Auf geht's, Richtung Boss bekämpfen. Kämpfen wir uns jetzt durch und heulen den Mond an. Sehr gut. Oh, war das hier dieses Horn-Ding? Wartet mal, das irgendwie alles im Raum one-hittet. Außer Bosse, denke ich mal. Das hat aber viel Damage gemacht.
Das habe ich gesehen. Das hat aber viel Damage gemacht, Mann. Komm, spammen wir das. Yes. So, was haben wir hier? Hermit. Nope. Okay. Ich werde jetzt erstmal eine Kiste aufmachen, beziehungsweise, ja, Kiste aufmachen und dann rerollen. Vielleicht rerolle ich hier, aber erstmal Kiste aufmachen. La da da, shabidi, dabidibida. Ja, eigentlich könnten wir beides einsaugen jetzt hier und dann auch gleichzeitig aktivieren. Und ich habe keine Ahnung, was da abgeht, Mann. Okay, wir haben irgendwie eine komische Aura hinter uns. Haben wir... Ach nee, das ist Monstro. Little Monstro haben wir, cool. Sehr schön, aber diese Aura ist sehr merkwürdig. Keine Ahnung, was es sein könnte. Ja. Ich merke da jetzt auch keinen krassen Effekt irgendwie. Vielleicht checke ich noch die restlichen Räume ab und reroll noch einmal. Mein Damage ist nämlich nur bei 7, was gar nicht mal so krass ist. Guppy sind wir jetzt nicht, ne? Ne, wir haben nur Rotten Baby und Mulligan. Okay, das könnte uns sehr helfen, den Boss zu bekämpfen. Vielleicht machen wir das auch einfach. Mit dieser Kombo, bevor es noch schlimmer wird, nicht wahr? Bevor wir gleich noch Säubig bekommen oder sowas. So, kann ich die Aura, kann ich ihn damit anfassen mit der Aura? Keine Ahnung. Little Monstro. Komischer Sound. So. Dann gehen wir erstmal kurz den Boss bekämpfen. Devil-Karte ploppen wir auch gleich. Und das sollte schon auf jeden Fall spaßig werden, das Ganze. Ja, fast 10 Damage. Ist schon lustig. Komm, let's go. Ja, wir haben halt My Reflections. Sehr lustig. Aber irgendwie auch nicht. So, Konzentration hier. Wir haben nicht unendlich Leben. Und wir haben schon ziemlich viel Leben verloren, ehrlich gesagt. Es könnte sein, dass es gleich vorbei ist. Legen wir mal eine Bombe. Vielleicht sehen die irgendwie komisch aus. Oder haben irgendwie komische Effekte. So. Ah, Little Monstro. Mach. Oh Gott. Okay, schwarze Herzen sind weg. Wir haben noch ein paar rote auf jeden Fall. So ist es nicht. Es geht tatsächlich hier weiter. Scheiße. Und ich habe meine Items gererollt, ne? Oh. Geh ich weiter, Mann? Wir sind ins The Void gekommen. Scheiße, ich dachte, es geht nicht weiter. Deswegen habe ich gererollt. Scheiße. Schon wieder noch eine Fliege bekommen. Okay. Wir sind in The Void drin. Curse of the Blind. Ach du Scheiße, okay. Ich werde eh gleich rerollen, bis wir was Gutes bekommen. Wahrscheinlich werde ich gleich einfach nur Breakfast bekommen. What the fuck, jetzt sind wir plötzlich in The Womp. Okay. Jetzt bin ich im Keller. Warte mal, sind das einfach alle Ebenen zusammengemixt oder was? Okay. Krass, dass wir im ersten Run jetzt so weit kommen, das ist verrückt. Und ich habe halt einfach nur Scheiße gebaut jetzt mit dem Brimstone. Mit dem D100 und dem Polyphemus. Ah, Proptosis. Es tut mir sehr leid. Weißt du was, ich setze es mal ein. Haben wir jetzt eine bessere? Okay, das sieht cool aus. What the fuck ist das? Ich schieße die Mein Damage ist nur ziemlich scheiße. Ich schieße halt dauerhaft gerade und... Warte mal, wir haben... Was ist das denn? Oh mein Gott, meine Tränen! Okay, die behalte ich, glaube ich. Nur werden die nicht immer so aussehen. Aber wir haben ja hier noch ein paar Batterien. Okay, wer ist hier? Isaac bekämpfen wir jetzt. What the fuck? Leute, dass wir so weit kommen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Komm, schieß die ganze Zeit. Schieß. Oh. Okay. Und wir bekommen Rotten Meat HP ab. Nein, das brauche ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt, wenn wir weiter rerollen... Oh, tut mir leid. Dieser Husten, der geht nicht weg, Mann. Der geht nicht weg. Ich habe mich vor der Aufnahme noch ausgehustet, aber dann kommt er plötzlich wieder aus dem Hinterhalt. Eieiei, irgendwie sind die doch nicht so gut, die Tränen, Mann. Irgendwie, guck mal, unsere Range ist halt mega scheiße. Ich glaube, ich reroll einmal. Chariot, warte mal. Oh, das sieht gut aus. Und wir haben da irgendwie so ein komisches Baby. Was macht das denn? Jetzt sehen wir auf jeden Fall ein paar coole Babys. Und wir können ja, wenn wir die Ebene geschafft haben, ich weiß nicht. The Void ist das, also es gibt keinen The Void 2. Dann können wir ja die ganzen... was macht das Baby? Dann können wir die ganzen Batterien aufheben und damit mal rerollen. Wow, wir sind in The Void. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir
könnten jetzt hier hinkommen. Okay, was ist das hier? Das ist Blank Rune. Yera, okay. Da. Wir sind in The White angekommen. Das Portal zerstören und der nächste Boss. Let's go. Danke. Na, komm. Death haben wir hier. Okay, ich setze aber jetzt nicht mein Space-Item ein. Wir brauchen jetzt gute Tränen, Leute. Ich habe Angst vor dem Endboss, der uns hier erwarten wird. Bogo-Bombs, okay. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall erst einsetzen, das ganze D100-Zeug, wenn wir den letzten Boss gesehen haben. Ich vermute mal, dass wir jetzt alle Bosse bekämpfen müssen. Wir kämpfen jede Ebene noch einmal hier durch irgendwie. Und dann schaltet sich irgendwie der Endboss frei. Boom, am Ende kommt so ein... Und dann öffnet sich eine Tür. Genau, genau das erwarte ich. So, und mit unseren Bananenschalen werden wir auf jeden Fall gut Damage machen und alles zerstören. Okay. Einfach mal das Blue Baby hier nochmal. Di-da-du. Autsch, 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 autsch. Sehr gut. Ich guck gerade, was mein Auge macht. Es fliegt einfach nur umher und schießt in alle Richtungen irgendwie. Sticky Bombs. Exact, okay. Oh, da hinten sind auch noch zwei Stück, Mann. Das sind ja noch ziemlich viele Räume, die ich klären muss. Yes. Ist aber auch komisch, ne? Die haben einfach alle Räume genommen und nochmal einfach zusammengefügt, ne? Und bei Anti-Burf gab es ziemlich coole Räume mit Reflexion im Wasser und sowas. Richtig coole Räume und hier ist einfach alles zusammengefügt. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, ehrlich gesagt. Aber hey, schauen wir einfach mal, was abgeht. Jera, okay. Nur bringt mir das nichts, weil wir hier nicht diese Goldkisten haben. What the fuck ist das? What the fuck ist das? Oh, shit. Oh, die Musik. Warte mal, ist das der Endboss? Oh, der verwandelt sich in alle Gegner. Oh, plötzlich ist da noch was. Okay, da ist Loki. Warte mal, hat er auch noch eine Damage Reduction oder was? Alter. Der hat doch ein Rad ab, der Edmund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, 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 okay. Junge, der Delirium, der sich in alle verwandelt. Gegen... Oh, wow, 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 wow. Ey, immerhin haben wir ein bisschen Leben abgezogen, nicht wahr? Wie habe ich ihn denn am Anfang so viel Leben abgezogen? Holy shit, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich den gesehen habe. Mann, ziemlich gruseliges Gesicht, Alter. Sehr gut, sehr gut. Zur Not können wir nochmal die 100 machen dann später. Eieiei. Oh ja, die Bomben machen gut Damage. Warte mal, vielleicht gibt es nur einen echten. Oder so. Wow. Wow. Ach du Scheiße. Ah, oh mein Gott. Was ist das denn für eine... Was ist das? Das war Brownie. Wir haben die Hälfte abgezogen. Komm, Konzentration jetzt hier. Was? Er war plötzlich so schnell. Was? Was? Oh, ich habe ihn mal gut Damage gemacht. Ich habe ihn sehr gut Damage gemacht, Mann. Ich setze gleich noch Space ein, auf jeden Fall. Und hoffen wir einfach mal, dass ich dann bessere Items bekomme. Holy moly. Okay, warte, warte, warte. Gleich setze ich sein. Gleich setze ich sein. Gleich setze ich sein. Okay, ich setze jetzt sein. Yara, wir haben dupliziert und wir haben... Haben wir Brimstone? Nein, haben wir nicht. Wir haben irgendwie einen komischen Laser, der gut... Der kein Damage macht. Doch, wir machen Damage. Was geht ab? Ich sehe nichts mehr. Okay, Konzentration, Mann. Ich darf jetzt nicht verkacken. Nein! Rauf auf ihn, rauf auf ihn, rauf auf ihn. Was zum heiligen Kuckuck ist denn hier passiert? White und Delirious haben wir. Scheiße, Mann, ich kratz ab. Warte mal, aber wir haben da noch ein paar andere Bosse und so.
Aber was ist denn jetzt mit dem Rest da hinten? Wow, Leute, das war der neue Endboss oder was? Da hat sich jemand ausgetobt, ganz ehrlich. Da hat sich jemand ausgetobt, Mann. Okay, hier ist der nächste Boss. Wer es ist? Es ist einfach nur Terranit. Okay, alles klar. Oh mein Gott, machen wir gut Damage. Mom's Bra. Was war da denn los, ey? Heilige Scheiße. Wow. Wow, wow, wow. Soll ich jetzt mal abschließen? Einfach mal gucken, was abgeht. Vielleicht noch einmal rerollen. Oh, Perf haben wir. Okay, soll ich mal... Oder warte mal, wir kämpfen uns ganz kurz durch. Ah, warte mal, wir haben Homing Laser, oder was? Okay, dann wartet lieber. Ich behalte kurz diese Fähigkeit hier. Diese Item-Combo. Die ist nämlich ziemlich stark gerade. Vielleicht gibt es ein Achievement, weißt du, wenn du alle Bosse auf dieser Ebene hier bekämpfst. Da hatten wir Glück mit dem D100. So, es ist der Cage. Ach du Scheiße. Okay, zum Glück aber die Superform, die weniger Leben hat. Wow, das ist echt eine krasse Combo, die wir hier haben. Na, was haben wir hier? Holy Grail. Okay, können ein bisschen jetzt fliegen und so. Und ich sehe voll unsichtbar aus und so. Okay. Da, da, da. Autsch, 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 autsch. The Bloat. Ei. Auf damit. Okay. Little Horn haben wir. Ja, das ist das Item. Ah, oh, guck mal da. Das schießt jetzt so diese Tränen und es tötet alles. Es one-hittet alles im Raum. Da, diese Hörner da. Okay, soll ich mal ein bisschen D100en? Hier. Tech 10 haben wir. Das wurde jetzt genervt übrigens, ne? Tech 10 macht nicht mehr so viel Damage. Tami's Head. Aha. Ah, und ich habe den Finger hier übrigens, ne? Mit dem ich auf Gegner zeigen kann. Irgendwie ist zu viel in dieser Folge passiert, Leute. Viel zu viel. Viel zu viel, Mann. Okay, was ist das für ein Item? Oh, wir haben Säumelt, glaube ich. Oh, weia. Naja, Leute, ich gehe jetzt einfach mal weiter in die Chest. Ich hoffe, es kommt da gleich nicht noch mehr. Ich hoffe, wir haben jetzt das Ende entdeckt, Mann. Let's go. Die Eltern streiten sich. I'm the Devil. Oh, er gibt sich die Schuld, dass er seine Eltern auseinandergebracht hat, oder was? The White has appeared in the basement. Ah, jetzt haben wir das Item. Delirious has appeared in the basement. Okay, wow, what the fuck ging denn jetzt hier ab, Mann, Leute? New Run, steht das jetzt? Okay, das ist verdammt blutig, die Zettel. Das heißt, wir haben es geschafft, oder was? Wow. Wow, 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 Leute. Aber der Greedia-Modus hat bestimmt auch ein paar Geheimnisse. Diese Ebene, die ich da freigestellt habe, was hat sie zu tun? Ich hoffe, der Run war okay, auch wenn ich hier Husten drum setze und euch bestimmt damit nerve, Mann. Ich habe mich verplappert. Ich würde die Folge am besten neu aufnehmen, aber wir haben so viel gutes Zeug erlebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Dankeschön. Wow, was war das denn?